Ja, schönen guten Tag auch von mir. Es ist noch ein bisschen Unruhe, aber es war doch schon ein wunderbarer Erkenntnisgewinn, wie viel schneller es gehen kann. Die Beschleunigung auch hier heute beim DBB, das nehmen wir einfach mal auf. Und Herr Kuhl ist jetzt auch da. Wunderbar. In Ihrem Programm stand es ja, dass wir jetzt nochmal das, was angeklungen ist, was Ulrich Silberbach in seiner Rede gesagt hat, was der Bundeskanzler in seiner Rede gesagt hat, das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen vertiefen und wollen nochmal schauen, ja, wie heißt das denn? Was heißt das für die Politik, ein starker Staat? Und dieses Motto ist ja schön, Staat machen wir. Dann habe ich mich gefragt, heißt das eigentlich so, Staat machen wir? So nach dem Motto, machen wir mal eben? Nee, eben nicht, geht nicht so mal eben. Um das zu machen, um es gut zu machen, braucht es eine Menge an guten Bedingungen. Staat heißt auch, machen wir, das haben wir eben gesehen, sehr eindrucksvoll bei den Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Dienstes, die hier eben nach der Rede von Ulrich Silberbach Zeugnis davon abgelegt haben, wie cool auch ein öffentlicher Dienst aussehen kann. Das war so mein Eindruck. Wir wollen jetzt wissen, wie das geht und wollen Antworten haben aus der Politik, denn wir haben das Bekenntnis gehört des Bundeskanzlers, dass er sich ganz klar bekannt hat zu einem starken öffentlichen Dienst, dass es eben den braucht, besonders in diesen Zeiten. Wollen wir mal hören, wie das geht? Ich stelle die Teilnehmer vor. Kevin Kühnert ist seit Dezember 2021 Generalsekretär, seit Oktober 2021 im Bundestag, war stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und auch Juso-Vorsitzender, ist jetzt Generalsekretär der SPD und sein Vater ist Beamter in einer Bezirksverwaltung und seine Mutter arbeitet in einem Jobcenter. Stimmt das noch so? Ja. Weiterhin korrekt. Also der hat den Praxistest zu Hause. Dann begrüße ich Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Er ist Generalsekretär der FDP Niedersachsen, hat in Hamburg studiert, Jura und war Vorsitzender der Julis, das ist wieder der Jugendorganisation, das Band zu Herrn Kühnert und das Band zu Frau Bühning, das ist nämlich Emily Bühning, ist, dass sie auch Jura studiert hat in Hamburg. Sie ist politische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen seit Januar 2022 im Amt. Und dann begrüße ich ganz herzlich Susanne Ferschel. Sie stammt aus dem, der Linken. Sie stammt aus dem Allgäu, gelernte Chemielaborantin, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung. Und sie war sehr lange in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten aktiv, auch Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Nestle. Also die weiß, wie man hohe Forderungen stellt. Und dann begrüße ich Mario Chaya. Er ist Generalsekretär der CDU, direkt gewählt hier als Abgeordneter in Berlin, Bezirk Marzahn-Hellersdorf und auch wie Kevin Kühnert seit Oktober 21 im Bundestag und war zuvor Senator für Gesundheit und Soziales im Land Berlin. Ihnen herzlich willkommen, Herr Chaya, mit genau Ihr Applaus. Herr Chaya, dieses Motto, Staat machen wir. An wen denken Sie da eigentlich? Wer ist denn dieses Wir? Ja, das Wir ist ganz unterschiedlich. Also das sind natürlich einerseits die Polizistinnen und Polizisten, die täglich dafür sorgen, dass wir sicher durch die Stadt kommen, die auch mit politischen Schwierigkeiten umgehen, wie beispielsweise mit den Straßenklebern, die in Berlin 130.000 Stunden für die Polizei schon gekostet haben. Ich denke dabei aber auch an die Mitarbeiter in den Jobcentern, die momentan viel Sorge haben, wie die Umsetzung des Bürgergelds funktionieren soll, an die Wohngeldstellen. Das ist ein Thema, das uns sicher alle bewegt, wie das funktionieren kann, wenn jetzt zusätzliches Wohngeld, was richtig ist, ausgehändigt wird. Aber die Mitarbeiter, die da sind, an diese Mitarbeiter denke ich, wenn ich an dieses Motto dieses Deutschen Beamtenbundestages denke. Und wenn der Bundeskanzler sagt, wir brauchen diesen starken öffentlichen Dienst und er bekennt sich da ganz klar dazu, was braucht es denn dann Ihrer Meinung nach? Ja, der öffentliche Dienst braucht Wertschätzung, er braucht eine gute Infrastruktur. Ich habe die Erfahrung selber im Senat immer wieder gemacht, dass Mitarbeiter auch dann kommen, wenn sie Sicherheit dafür haben, dass auch die Ausstattung anständig ist, dass die Vergütung angemessen ist.
und dass die Prozesse miteinander stimmen. Und immer dann, wenn es Schwierigkeiten zwischen unterschiedlichen Ressorts gibt, wenn die merken, dass sie dabei auch an ihre Grenzen stoßen im guten Miteinander, dann demotiviert das die Mitarbeiter. Und insofern eine gute Ausstattung, eine Wertschätzung im Umgang, aber eben auch flüssige Abläufe und transparente Abläufe, wie Verwaltung agieren kann. Wenn Sie sagen Wertschätzung und Respekt, dann frage ich mich, was sagen Sie denn dann zu den Aussagen Ihres Parteikollegen Carsten Linnemann, der gesagt hat, wir haben eigentlich zu viele Beamten, gerade eben im Bund, zu viele Minister, Staatssekretäre, Beauftragte, also das Personal ist angewachsen oder die Personalkosten von 9 auf 36 Milliarden ist zu viel. Welche Botschaft geben Sie ihm damit? Ich hatte mir die Frage gestellt, ob Sie mit der ersten, zweiten oder dritten Frage mit Carsten Linnemann beginnen. War noch nett von mir, oder? Total nett. Also, was uns eint, ist, dass wir gemeinsam möchten, dass der Staat funktioniert und dass der Staat auch notwendig ist, damit unser Gemeinwesen funktioniert. Und dieser Dienst, der da erbracht wird, einer klatscht zumindest schon, das ist sehr freundlich, das eint uns. Die Aussage, dass wir an unterschiedlichen Stellen weniger Beamte brauchen, da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Meinungen, weil ich schon die Erfahrung aus der Verwaltungstätigkeit in Berlin habe, wie notwendig es ist, auf gute Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst zuzugreifen und mit denen anständig arbeiten zu können. Ich glaube, die Kritik, die er insbesondere aktuell geäußert hat, ist der Aufwuchs an Stellen in der Bundesregierung, dass man sich 1.000 an neuen Stellen geschaffen hat und damit noch nicht ganz klar sagt, welche Aufgaben sollen damit eigentlich verbunden sein. Aber ich will es ganz ernsthaft sagen, wir werden in der Partei über die Frage eines gut funktionierenden öffentlichen Staates auch im Rahmen unseres Grundsatzprogrammprozesses diskutieren. Und ich finde es immer ganz gut, wenn Leute wie Karl-Josef Laumann oder ich dabei sind, die auch schon mal eine Verwaltung geführt haben und wissen, wie wichtig es ist, sich auf einen guten öffentlichen Dienst verlassen zu können. Okay, dann sind wir gespannt. Herr Kühnert, wie sieht der aus, der Respekt vor den Menschen, die Staat machen? Herr Silberbach hat gesagt, unsere Probleme sind nicht hausgemacht, sondern haushaltsgemacht. Heißt mehr Respekt auch mehr Geld? So ganz banal. Das ist ein Baustein von ganz vielen Bausteinen. Und das Geld muss natürlich einerseits in anständigen Löhnen ankommen. Gerade jetzt in Zeiten der Teuerung sind ja nicht nur abhängig Beschäftigte in der privaten Wirtschaft von Teuerung betroffen, sondern natürlich auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Also es geht um Lohnrunden ganz klassisch, aber es geht natürlich auch um die sächliche Ausstattung. Wir wissen, wie viele Verwaltungsgebäude in Deutschland aussehen, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, auf welchen Möbeln man da zum Teil Platz nehmen muss und wie viel Freude es auch einfach macht oder eben auch nicht macht, morgens in diese Gebäude reinzugehen. Manche haben Publikumsverkehr, da kommen wir Normalsterblichen dann auch manchmal in das zweifelhafte Vergnügen, diese Orte zu besuchen. Und man mag sich nicht vorstellen, was es bedeutet, 38, 39, 40 Stunden die Woche dort sein zu müssen. Also die Frage der Attraktivität von Arbeitsbedingungen hat was mit Lohn zu tun, hat was mit Arbeitszeitgestaltung, mit Betreuung zu tun, aber eben auch mit dem räumlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen und wie wir dort die Zeit miteinander verbringen. Mhm. Frau Bühning, würde ich gerne mit Ihnen auch direkt weitermachen, wenn man sagt, es muss einfach mehr Geld da sein. Es gibt ja jetzt bald die nächste Runde mit Bund und Kommunen. Da fordert der DBB 10,5%. Ist das zu viel oder zu wenig? Ich glaube, es ist richtig. Es braucht mehr Geld auch für die Bediensteten des öffentlichen Dienstes, weil es einfach eine Teuerungsrate gibt. Wir sehen ja auch die Abschlüsse bei den anderen Gewerkschaften, die jetzt langsam anfangen. Da muss es Verhandlungen geben. Ich glaube, das ist richtig. Da muss auch der öffentliche Dienst reagieren. Wir haben auch im eigenen Haus zum Beispiel bei uns gerade die Diskussion darüber mit meinen Mitarbeiterinnen. Wir haben eine Teuerung, da müssen wir darüber reden. Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich von entscheidender Bedeutung, dass wir auch angemessene Gehälter zahlen im öffentlichen Dienst. Wir müssen attraktiv bleiben. Wir sehen das ja immer wieder, gerade die Landesbeamten und auch die Landesmitarbeiterinnen, TVL, ist immer wieder ein Problem, dass die Gehaltsstufen einfach zu niedrig sind hier in Berlin. Es werden einfach keine Mitarbeitenden gefunden. Wenn man eine Leitungsfunktion in TVL 11 ausschreibt, übernimmt ja niemand die Leitung, wenn im IT-Bereich, wenn in der Wirtschaft da ganz andere Gehälter aufgerufen werden. Wenn wir einen attraktiven öffentlichen Dienst haben wollen, dann müssen wir den auch angemessen ausstatten, dann müssen wir die Menschen da
auch attraktive Angebote machen, was Arbeitsbedingungen angeht. Und da müssen wir noch nachlegen, da müssen wir investieren als Staat, weil wir brauchen unseren Staat. Wir sehen ja gerade, auch was die Anforderungen angeht, Herr Czajer hat es angesprochen, wir haben so viele Anforderungen gerade an die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst, weil wir so viele Krisen lösen müssen, muss natürlich da reagiert werden vom Staat und die Ausführenden sind unsere Beamten und unsere Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst, die dann den Bürgerinnen und Bürgern die Leistung zugutekommen lassen müssen. Und das sind große Herausforderungen. Da gibt es viel Wandel, ständig neue Gesetze, auf die reagiert werden muss. Und da müssen wir vorsorgen, da müssen wir weiterbilden, da müssen wir die Leute gut ausstatten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir auch als Gesellschaft weiter funktionieren wollen. Mhm. Frau Förschel, wie sehen Sie es, wie wichtig ist diese Bezahlung, dass der Staat Geld für den öffentlichen Dienst zur Verfügung stellt und mehr Geld? Oder gibt es auch noch andere Punkte, wo Sie sagen, da könnten wir auch noch attraktiver werden? Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Baustein ist, der wichtig ist, dass die Bezahlung natürlich stimmt. Das ist ja auch Teil der Wertschätzung. Also Wertschätzung ist für mich nicht nur, wenn die Abgeordneten im Bundestag aufstehen und klatschen, sondern auch ein Teil der Wertschätzung ist entsprechend das, was bezahlt wird. Aber es ist tatsächlich nur ein Baustein. Es können verschiedene weitere Punkte dazu. Aus meiner Sicht heraus gehört dazu, dass es eine Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, dass man sich entwickeln kann, dass man praktisch auch im Job Karriere machen kann, dass es eine Durchlässigkeit bei den Laufbahnen gibt, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich auch finanziell zu entwickeln. Ich glaube auch, dass das angesprochen worden ist, weil wir das ja auch immer wieder hören, sage ich mal, was die Ausstattung anbelangt. Also ich glaube, der öffentliche Dienst ist nicht unbedingt der Vorreiter, was das Thema Digitalisierung anbelangt. Und darunter leiden natürlich auch die Beschäftigten, wenn sie unter diesen Bedingungen mit diesem nicht technischen neuesten Stand entsprechend arbeiten müssen. Und ich glaube auch, dass man im Bereich der Aus- und Weiterbildung oder der Ausbildung auch was machen könnte, zum Beispiel indem man auch Ausbildungsplatzgarantien gibt, weil ich glaube, damit würde man auch entsprechend junge Menschen wieder stärker binden. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, den ich sehr wichtig halte, ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also dass man entsprechend die Arbeitszeiten auch so gestaltet. Das ist natürlich auch ein Punkt, der hinsichtlich von Frauen besonders wichtig ist, um die in Arbeit zu bringen, weil der öffentliche Dienst, wir hatten es ja vorher schon festgestellt, insbesondere für Frauen durchaus attraktiv sein kann und attraktiv ist. Mhm. Können wir gleich nochmal später nochmal etwas intensiver darüber sprechen, haben ja eben auch eine ganze Reihe von Frauen da auf der Bühne gesehen. Herr Kuhle, warum ist das so? Warum ist es für viele junge Menschen, die ja gerade auch IT-Spezialisten sind, ist viel attraktiver in die Wirtschaft zu gehen, anstatt in den öffentlichen Dienst, wo sie ja eine große Sicherheit haben in Krisenzeiten? Also zunächst einmal möchte ich gerne der neuen und alten DBB-Bundesleitung zur Wiederwahl gratulieren und freue mich, dass wir hier miteinander in den Austausch kommen. Ich glaube, dass der öffentliche Dienst, das Berufsbeamtentum für viele junge Menschen nach wie vor sehr attraktiv ist. Wenn man sich Umfragen anschaut, was Berufe sind, Berufsbilder, mit denen sich junge Menschen wohlfühlen, dann schneidet das Berufsbeamtentum regelmäßig sehr gut ab. Aber es stimmt, wir haben zu wenig Menschen, insbesondere beim Thema IT, die sich ein Leben lang verpflichten möchten. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, über den man nochmal nachdenken muss. Wie kommen wir rein in den öffentlichen Dienst? Was für Aufstiegs- und Qualifikationsmöglichkeiten gibt es im öffentlichen Dienst? Und wie kommt man möglicherweise auch wieder raus? Beim Reingehen würde ich sagen, müssen wir uns mal ansehen, wie sind eigentlich die Qualifizierungsanforderungen, die man hat, um im öffentlichen Dienst was zu werden. Und gerade im Bereich IT gibt es viele Leute, die haben eher praktische Kenntnisse erworben und die sind aber in den derzeit geltenden Laufbahnordnungen noch nicht abgebildet. Also mehr Respekt und Anerkennung für praktische Berufserfahrung. Das wäre das Erste, was wir machen müssen. Das Zweite, was wir machen müssen, ist, dass wir im öffentlichen Dienst, also wenn es beispielsweise darum geht, ein Aufstiegsamt zu haben oder in eine andere Laufbahn zu wechseln, das, was ja rechtlich schon möglich ist, das schreibt das BMI immer auf, was alles schon geht an tollen neuen Konzepten, dass man das in den verschiedenen Behörden auch kulturell lebt. Also dass der Aufstieg von einer Laufbahn in die andere, dass das nicht der Exot ist, sondern dass das zur Regel wird, dass man sowas machen kann, wenn man gute Leistungen bringt. Und das Letzte will ich noch sagen, auch aus dem öffentlichen Dienst mal wieder rauszukommen. Ich finde, Berufsbeamtentum hat seine Berechtigung, brauchen wir, ganz wichtig. Aber der Wechsel zwischen Berufsbeamtentum, öffentlichem Dienst, können ja auch Tarifbeschäftigte sein,
und der Privatwirtschaft ist auch etwas, was am Ende gefördert werden muss. Es gibt das Instrument des Altersgeldes. Lassen Sie uns darüber diskutieren, ob man das noch ausdehnen kann, ob man auch den Wechsel zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst noch stärker forcieren kann. Ich glaube, das wird was bringen. Ja, wäre das denn ein Plädoyer auch für weniger Verbeamtung, dass man sagt, okay, dann lass uns doch lieber mehr eben den öffentlichen Dienst stärken, normale Tarifverträge und eben nicht Verbeamtung? Es kommt auf den Sektor an, ja, aber also mit der pauschalen Aussage, wir brauchen weniger Beamte, kann ich relativ wenig anfangen, weil man muss dann sagen, was man kürzen will. Und natürlich ist es so, dass auch die Bundesregierung nicht in erster Linie Minister und Staatssekretäre schafft, sondern die neue Bundesregierung schafft beispielsweise eine vierstellige Anzahl neuer Stellen bei der Bundespolizei. Das ist viel zu wenig, da bräuchten wir eigentlich mehr. Also da zu sagen, wir haben zu viele Beamte, das ist mir zu pauschal. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf zur Bezahlung, es geht ja gar nicht um mehr Geld. Es geht, also 10% mehr ist ja gar nicht mehr Geld, sondern das ist ja so viel Geld wie vorher bei 10% Inflation. Das muss man sozusagen einmal verstehen. Ich glaube, am Ende, naja, also Christian Lindner hat da auch noch ein Wort mitzureden. Ich wollte gerade sagen, weiß Ihr Parteivorsitzender das? Ja, aber ich will nur einmal auf die Frage sagen, ist es sozusagen zu viel als Gewerkschaft, das zu fordern? Nee, natürlich müssen Sie das fordern, ist doch klar. So, und was am Ende rauskommt, das müssen Sie dann mit meinem Parteivorsitzenden besprechen. Sehen Sie? Aber angemessen als Forderung ist das erstmal, ja, kann ich verstehen. Ja, nun heißt es aber auch, wir müssen alle irgendwie Wohlstandsverluste mitnehmen, in Kauf nehmen, weil die Zeiten so schwierig sind, weil die Krisen so groß sind und wir werden alle ärmer werden, hat der Wirtschaftsminister Habeck ja gesagt, Frau Bühning. Also wäre es nicht auch ein Stück sich ehrlicher zu machen und zu sagen, also wir können das alles gar nicht stemmen und ein Beamter hat so eine hohe Sicherheit, das ist auch ein Wert. Wäre das auch eine Möglichkeit? Ich glaube, man muss einen guten Weg finden. Ich glaube, man muss zum einen gerade bei den Menschen, die auch weniger verdienen, da mehr geben. Ich finde, das machen ja auch die Gewerkschaften in der Regel sehr gut, dass sie da auch einen Ausgleich finden, weil es natürlich Menschen, die wenig haben, noch viel mehr betrifft, die Inflation, weil sie einfach am Rande dessen sind, was man sich eigentlich noch leisten kann. Wenn man sieht, ich meine, auch ich merke den Einkauf, der wird einfach jede Woche teurer. Ich merke, dass ich da mehr Geld ausgebe, aber mir tut es eben nicht so weh. Ja? Ich finde, das ist auch in Ordnung. Ich kann da auch mehr Last tragen. Ich finde, da müssen wir auch innerhalb der Gehaltsgruppen einfach einen guten Ausgleich finden. Und da muss man auch mal gucken, ja, an manchen Stellen, vor allen Dingen diejenigen in den niedrigen Gehaltsgruppen müssen da auch einen höheren Ausgleich für die Inflation bekommen, als im Zweifel dann die hohen Gehaltsgruppen. Da muss man dann auch mal sagen, gut, mir tut es nicht ganz so viel weh, ich verzichte auch ein bisschen, weil natürlich, wir sehen ja, wir haben die Anforderung, wir brauchen mehr Stellen im öffentlichen Dienst, wir brauchen insgesamt auch höhere Gehaltsgruppen, wir brauchen eine bessere Verteilung, damit wir auch mehr Leute für den öffentlichen Dienst gewinnen. Aber natürlich müssen wir auch einen Inflationsausgleich machen, das sehen wir schon. Kommen wir noch mal ein bisschen intensiver auf diesen Punkt, wie mache ich diesen öffentlichen Dienst attraktiver? Wenn man sagt, all die Babyboomer, bin ja auch eine, die gehen dann bald in Rente. Herr Czaja, wie macht man das? Wie schafft man es, auch vielleicht ein Image zu kreieren, dass man sagt, ja, da habe ich Lust mitzumachen? Also das Erste ist, gute Arbeitsbedingungen, eine vernünftige Ausstattung, ansprechende IT, war auch meine Erfahrung immer, dass der Unterschied zwischen dem IT-Anbieter, was man bei einer freien Wirtschaft an Arbeitsplatzausstattung hat, gegenüber das, was dann im öffentlichen Dienst vorzufinden, ein meilenweiter Unterschied ist. Das Zweite ist, Erfahrungsstufen viel flexibler noch zu betrachten, was hat derjenige eigentlich an Fähigkeiten, die er mitbringt für die Aufgabe, die erledigt sein muss, wie kann man das im öffentlichen Dienst mit einer guten Besoldung ermöglichen. Und das Dritte ist, die Selbstwirksamkeit derer zu stärken, bei denen, die am Ende auch Entscheidungen treffen. Ich habe das oft erlebt, dass Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einfach an ihre Grenzen stoßen und merken, dass dort Verwaltungen sich gegenseitig blockieren, nicht mehr miteinander anständig zusammenarbeiten und dass es dann auch keine Freude macht, die Dinge nach vorne zu bringen, wenn man merkt, dass das an solchen politischen Rahmenbedingungen scheitert. Und dann den Hinweis geben zu können, dass die Politik dieses oder jenes an Verfahren eben auch verbessert und verändert. Und das, aber was muss dann sozusagen, das wäre ja eine Änderung auch im Mindset, ja. Was ist das, was auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vielleicht selber dazu beitragen können? Ja, sonst klingt es immer so, es muss von außen kommen, muss von oben kommen. Nee, das ist eine Änderung im Mindset. Das ist die Frage, wie die,
wie man auch mit Beschäftigtenvertretungen zusammenarbeitet. Ist das ein Termin, der dem Grunde nach auf Kooperation oder auf Konfrontation ausgerichtet ist? Und meine Erfahrung ist, dass wenn man mit der Beschäftigtenvertretung in Kooperation zusammenarbeitet, deutlich mehr auch im Sinne der Sache erreicht, als wenn das konfrontative Termine sind. Und diese Einstellung muss in den politischen Ebenen überall ankommen. Und es muss auch eine stärkere Zusammenarbeit mit den Beschäftigtenvertretungen untereinander zwischen den Ministerien geben, um Hinweise an die Exekutive zu geben, welche Veränderungen notwendig sind, um besser miteinander zusammenzuarbeiten. Frau Ferschen, wollen Sie dazu? Vielleicht eine Ergänzung, eine Ergänzung zum Mindset. Also natürlich ist es auch, was es von innen kommen muss, aber ich glaube, der Startschuss muss eigentlich von außen erfolgen. Wenn ich natürlich immer das Gefühl vermittle, den Kolleginnen und Kollegen, ihr seid zu teuer und der Staat ist zu teuer, das kostet uns alles zu viel. Eigentlich wäre doch genau umgekehrt das Richtige zu sagen, das sind diejenigen, die den Staat am Laufen halten, die, für die öffentliche Daseinsvorsorge da sind, die praktisch dafür da sind, dass wir alles, was so rundherum im öffentlichen Leben stattfindet, gut funktioniert. Und ich glaube, das müsste viel stärker in den Vordergrund gestellt werden, als immer diese Kostendiskussion, weil natürlich dann der Eindruck entsteht, Kostenfaktor, und damit ist, glaube ich, auch so eine Spirale, so eine Negativspirale verbunden. Jetzt sagen wir es gerne. Es gab ja hier vom DBB eine Online-Umfrage, da haben 2000 Menschen mitgemacht. Die haben übrigens gesagt, dass wie der öffentliche Dienst attraktiver werden sollte, haben 30% gesagt durch bessere Bezahlung, dann 16% mobile, flexible Arbeitsmöglichkeit, 13% durchlässige Laufbahnen, also das hatten wir ja eben schon. Und dann gab es aber noch als persönliche Herausforderung im Berufsalltag, wurde genannt Aufgabenflut und mangelndes Führungsverhalten. Bleiben wir mal einen Moment bei der Aufgabenflut, Herr Kühnert. Es gibt jede Menge neue Aufgaben, die die Politik auf den Weg bringt. Also Wohngeld zum Beispiel für viel mehr Beziehungen, Bürgergeld, Umstellung, jetzt die ganze Auszahlung von Gasumlage, all diese Dinge, die irgendwie gemacht werden müssen, die irgendwie organisiert werden müssen. Überfordern Sie damit die Menschen nicht auch in den Behörden? Also nehmen wir konkretes Wohngeld. Das ist richtig, dass wir das machen. Und zwar, weil es eine schiere Notwendigkeit gibt, dass Menschen, die in dieser aktuellen gesellschaftlichen Situation eine Schnittstelle haben zwischen einem vergleichsweise niedrigen Einkommen und vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten, sind ja übrigens auch Leute aus dem öffentlichen Dienst darunter, die das auch ganz persönlich betrifft, dass für die Abhilfe geschaffen werden muss, und zwar kurzfristig und möglichst unbürokratisch. Und dafür ein bestehendes Instrument auszuweiten, ist erstmal richtig. Was Politik nicht tun sollte, ist, wenn das nicht per Schnipp passiert, dann mit dem Finger in alle Himmelsrichtungen zu zeigen und zu sagen, die und die waren dazu nicht in der Lage. Ich halte das durch, öffentlich zu sagen, dass wir jetzt einen ruckeligen Übergang am Jahreswechsel haben werden, wo es auch einige Wochen und vielerorts auch Monate dauern wird, bis alle Anträge beschieden sind, und dass das nicht die Schuld der Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist, sondern weil Entscheidungen nun mal jetzt getroffen wurden. Was nicht zulässig ist als Rückschluss daraus, ist, dass die Reform gar nicht notwendig ist. Manche machen ja diesen Eindruck im Moment, dann lassen wir es halt einfach sein und betreiben weiter Mangelwirtschaft. Und wovon das natürlich auch nicht entbindet, diese Feststellung, ist, dass die Verantwortungsträgerinnen und Träger vor Ort, diejenigen, die in den Leitungspositionen sind und Entscheidungsgewalt haben, dass die lebenspraktische, alltagstaugliche Regelungen im Rahmen ihrer Spielräume nutzen können. Nämlich zum Beispiel Auszahlungen jetzt schon möglich zu machen, bevor auf Vollständigkeit und Sachlichkeit schon alles geprüft ist im Antrag, und dann eben gegebenenfalls später mit einer Genehmigungsfiktion zu arbeiten, wenn binnen eines Jahres nichts dagegen spricht, dass der Antrag beschieden wird und Gültigkeit erlangt, dass er dann eben auch gültig ist und dass nicht zurückgezahlt werden muss von den Leistungen. So viel Hands-on-Mentalität würde ich mir, sofern die Spielräume gegeben sind, dann schon an manchen Stellen auch wünschen, und finde auch, dass wir auch dazu einladen müssen, gerade in Notsituationen wie im Moment, diese Spielräume dann auch zu nutzen, und dass es eine politische Rückendeckung dafür gibt. Bleiben wir doch mal dabei, Hands-on-Mentalität und die Frage, also wenn als Bürger, der Wohngeld beantragt, der wird sozusagen mit einer politischen Entscheidung in der Behörde konfrontiert. Und dann geht es ja darum, dann ist sozusagen der Staat, ist der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin. Wie schaffe ich das, dass ich weiter als Bürger, Bürgerin dann Vertrauen habe in diese Sachbearbeiterin und damit ja letztendlich auch in den Staat, Herr Kuhl? Wie kriegt man das hin? Weil dieser Rückschluss wird ja gezogen. Also ich glaube, dass der Staat in der Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern steht, dass Grundfunktionen des Staates einfach erfüllt werden.
Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich der Staat verzettelt in immer neuen Aufgaben und Aufgaben und die Grundfunktionen nicht leistet. Bei der Frage beispielsweise. Aber die Grundfunktion, wenn ich das mal reingrätschen darf, wenn ich als Grundfunktion in Berlin zum Bezirksamt gehe, dann dauert es ziemlich lange, bis ich diese Grundfunktion erfüllen kann. Genau, das meine ich zum Beispiel. Also wenn man in Berlin versucht, einen Pass zu beantragen oder so, dann hat man nicht das Gefühl, dass der Staat seine Grundfunktionen erfüllt. Genau. Das sorgt für Frustration bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber das sorgt ja auch für Frustration bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Also das ist ja sozusagen nichts, wo man sagt, ich kann mich damit gut identifizieren. Und zwei Antworten will ich geben. Erstens, ich glaube, es braucht Rückendeckung für die Beschäftigten, dass man nicht bei jedem Fehler, der passiert, oder wenn sozusagen 95% der Anträge korrekt bearbeitet werden und 5% halt nicht, dass man daraus ableitet, es sei ein systemisches Versagen da, sondern erstmal machen und wenn dann was schief geht, dann ist im Zweifelsfall die Behördenleitung auch so, dass sie sich vor die Beschäftigten stellt. Ich glaube, das ist eine kulturelle Frage, die einfach erforderlich ist, dass die Leute merken, wir wollen auch einfach Dinge abarbeiten. Und das Zweite ist, dass wir beim regulatorischen Rahmen ein bisschen mehr darauf achten, dass Dinge auch tatsächlich umgesetzt werden, bevor man Neues draufpackt. Ich meine ausdrücklich nicht Bürgergeld, Wohngeld etc., das ist eine Notwendigkeit, dass wir das machen. Ich meine aber zum Beispiel das Onlinezugangsgesetz. Das haut nicht hin. Die Art und Weise, wie das Onlinezugangsgesetz umgesetzt oder besser gesagt nicht umgesetzt wird, führt gerade dazu, dass ganz viele Menschen ein extrem negatives Bild vom öffentlichen Dienst und von der öffentlichen Hand haben. Und ich weiß, dass das den Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch auf den Geist geht. Mir geht das auf den Geist, uns allen als Gesetzgeber geht das auf den Geist, aber wir müssen einen Punkt erreichen und das sind wir uns hier wahrscheinlich alle einig, an dem ein Antrag bei der Behörde digital gestellt werden kann. Punkt. Ja, das wird und das muss schneller gehen als irgendwie 2050. Aber dann sagen wir mal eine Hausnummer. Wann sollte das endlich sein und was braucht es dafür dann? Damit es braucht erstmal ein gemeinsames Verständnis der beteiligten Länder. Ja, also wenn sozusagen ich sehe, dass da jedes Land sein eigenes Süppchen kocht und im Zweifelsfall eher darauf bedacht ist, zu zeigen, dass man selber doch wieder die bessere Idee hatte als die anderen Länder oder der Bund, dann wird es nicht gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere analogen Prozesse, die irgendwie noch aus dem Preußen des 19. Jahrhunderts stammen, die sind so gut, ja, dass sie immer noch einigermaßen funktionieren und wir uns durchwursteln und wir den entscheidenden Schritt zur Digitalisierung der Verwaltung eigentlich immer noch nicht gegangen. Preußen hatte eben nicht 16 Bundesländer. Ja, das stimmt. Genau. Und deswegen müssen wir, das ändern. Ja? Und deswegen müssen wir das ändern. Ich habe das Gefühl, es gibt kein kulturelles Verständnis dafür, auch in vielen Teilen der Verwaltung, auch in der Politik, ja, bei uns, dass wir Verwaltung im Grunde einmal neu aufsetzen müssen, um sie zu digitalisieren. Ja. Und anders wird es nicht gehen. Ja, das Durchwursteln, dann haben wir OZG 2.0. Okay, das wäre aber eine Riesenaufgabe. Ja, das ist aber eine Riesenaufgabe, muss aber gemacht werden. Weil sonst Frau Bönig, halt Sie wollten dazu was sagen. Ja, ich wollte noch mal sagen, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch gucken, wo können wir auch Leistungen zusammenlegen. Zum Beispiel mit der Kindergrundsicherung. Ist ja auch ein Plan, wo wir einfach weniger Antragsverfahren haben, wo wir dazu kommen, dass wir Leistungen aus einer Hand rausgeben und nicht 5 Anträge dafür notwendig sind. Leistungen, wo eh klar ist, das Kind hat Bedarf, das ist aktuell im Hartz-IV-Bezug, dann muss es trotzdem noch das Schulpaket beantragen, dann muss trotzdem noch dies und jenes beantragt werden. Damit schaffen wir auch unnötige Extraarbeit und da eben zu gucken und gezielt auch zu gucken, wo können wir eigentlich Leistungen zusammenlegen, wie können wir mehr aus einer Hand machen und auch Antragsverfahren verringern, also wo wir einfach sagen, okay, da gibt es einen Automatismus, weil es ist ohnehin klar, da gibt es einen Anspruch oder eben auch eine nachrangige Prüfung, weil es erstmal die Vermutung gibt, dass das liegt. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial und da wurde das Richtige angesprochen. Wir müssen auch da die Digitalisierung auch nutzen, auch diese Antragsverfahren nochmal anzuschauen und zu gucken, wo kann man auch sparen, wo kann man was zusammenführen. Und dafür braucht es aber natürlich auch Ressourcen. Dafür müssen die Länder zusammenarbeiten, das ist total richtig, genauso wie die Kommunen, ja, dass wir in Berlin im Zweifel auch dann in jedem Bezirk ein anderes Verfahren haben, um die Corona-Meldung zu machen, ist ja auch ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt, ja, dass wir da sozusagen enger zusammenarbeiten müssen und voneinander lernen müssen und die Best Practices dann ausrollen. Darum geht es ja auch. Wenn man sieht, mit der Kindergrundsicherung nehmen wir ja auch das Beispiel Bremen, wo es erfolgreich gelungen ist, ein digitales Verfahren auch aufzusetzen. Und dann gucken wir, können wir darauf aufbauen, ohne dass sich jeder das Gleiche nochmal neu ausdenkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Genauso wie, lassen Sie mich noch einen Punkt machen, die Frage von Führung. Es wurde eben, Sie haben es auch angesprochen, die Frage von, wir müssen unsere Führungskräfte im öffentlichen Dienst auch ermächtigen, da auch wirklich ihre Führungsverantwortung wahrzunehmen und dass Führung eben auch viel Arbeit ist, dass es sozusagen die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden bedeutet, das Rückenstärken von Mitarbeitenden
und da eben wirklich, das wird an vielen Stellen schon gemacht, aber da gibt es auch noch Potenzial, dass wir eben auch wirklich da mit guten Führungskräften gute Mitarbeitende auch haben und da eben vorangehen im öffentlichen Dienst, weil das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass wir einfach als Staat da auch Beispielwirkung haben und wir brauchen auch diversere Führungskräfte, vielleicht das noch. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wer denn da eigentlich da oben leiten und führen soll. Ich würde nochmal ganz gern dabei bleiben, also digital alles neu aufsetzen, Herr Czaja, ist das machbar als jemand, der auch Behörden kennt? Na, wenn ich kurz beim Berliner Beispiel bleiben darf, also mal unabhängig von der Frage, wie lange da welche Regierung regiert, wenn ich eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte einführe, wenn ich eine Antidiskriminierungsstelle einführe und die Beweislastumkehr bei Polizeibeamten im Einsatz einführe, dann ist das, was in Berlin, das muss deutlich gesagt werden, Rot-Rot-Grün, bei der Frage des Umgangs mit dem öffentlichen Dienst gemacht hat. Dass da die Bereitschaft, zur Polizei zu gehen, nicht mehr so groß ist, das kann ich nachvollziehen. Und wenn man bei der Verbeamtung der Lehrer so lange braucht wie in Berlin, dass im letzten Jahr 800 Lehrer Berlin verlassen haben, dass wir in einem Klassenzimmer 4, 5 unterschiedliche Bezahlmodi haben, dass ältere Kollegen weniger bekommen als heute Quereinsteiger, weil man mit der höchsten Erfahrungsstufe einstellt, dass es da zu Ungerechtigkeiten kommt und dass dann der Ausbilder, der weniger bekommt als der, den er ausbildet, dass diejenige dann sagt, also Freunde, jetzt ist mal irgendwann Schluss mit diesem Durcheinander, dann kann ich auch verstehen, dass da Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sagen, jetzt reicht's, das machen wir nicht mehr mit. Und beim Wohngeldantrag haben wir eben einfach das Problem, dass mit der Gesetzesänderung die Bundesregierung sagt, wir haben von 600.000 Leistungsberechtigten, werden wir auf 2 Millionen Leistungsberechtigte kommen. Wenn ich weiß, dass das so ist, und der Deutsche Mieterbund spricht sogar von noch mehr, weil ja auch heute schon die Berechtigung da ist, dann hätte man gleichzeitig, und das ist das, was ich der Bundesregierung an der Stelle vorwerfe, das Antragsverfahren gleich vereinfachen müssen. Wir haben 250 unterschiedliche Kriterien, die in einem Wohngeldantrag abgefragt werden können. Wenn ich das von 600.000 auf 2 Millionen Berechtigte erhöhe, muss ich gleich im Gesetzgebungsverfahren das einschmelzen. Ich weiß doch, was es heißt für viele im öffentlichen Dienst. Wenn ich mit Abschlagszahlung anfange, das hört sich so nett an, mit Abschlagszahlung anfangen. Das heißt für den Beamten, dass er den Vorgang zweimal, manchmal dreimal anfassen muss. Und die Aufgabe jetzt beim Wohngeld wäre, und das ist eben auch das, was Andrea Nahles übrigens beim Bürgergeld reingeschrieben hat. Sie hat in einer Anhörung des Ausschusses gesagt, im Arbeits- und Sozialausschuss, wir können eigentlich vor dem 1.7.2023 gar nicht einführen. Ich war im Jobcenter Neukölln, Kevin, vor ein paar Wochen, kurz vor der Beschlussfassung dazu. Und da haben die Mitarbeiter gesagt, wir haben heute 220 Klienten, die wir täglich betreuen, die wir pro Mitarbeiter betreuen. Wir sind nicht in der Lage, all die neuen Rahmenbedingungen 1:1 jetzt zu übernehmen. Wir brauchen auch mehr Flexibilität und mehr Vertrauen in den Mitarbeiter. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Denn wir brauchen mehr Vertrauen in den Mitarbeiter, dass er es auch hinkriegt und dass wir mehr Flexibilität schaffen und nicht sofort, wenn ein oder zwei Fehler passieren, auf die Strafen schauen, sondern ihnen mehr Möglichkeiten geben. Aber beim Wohngeldantrag hätten wir jetzt gleich von der Bundesregierung erwarten müssen, dass dort ein Einschrumpfen des Antragsverfahrens stattfindet, weil diese 2 Millionen sind. Sie merken schon, Herr Kühnert wird da ganz nervös. Ja. Der muss jetzt mal antworten darauf. Ja. Danke. Danke. Also ich würde jetzt gerne mal das Format ein bisschen aufbrechen an der Stelle, weil so eine Verbändetagung laden immer dazu ein, dass alle sich vorher durchlesen, die Punkte, die das Publikum gerne hören möchte, und dann rattert man die runter und die stehen aber die ganze Zeit im Widerspruch zueinander, die Punkte, die wir hier aufzählen. Man kann doch nicht einerseits das hohe Lied der Mitbestimmung und der Personalräte singen und sagen, das gehört zu guter Arbeit im öffentlichen Dienst, dass man die ernst nimmt. Ja. Und dann will man aber das, was viele Personalräte in den Jobcentern gerade uns über Jahre ins Stammbuch geschrieben haben, wie diese Reform aussehen soll, das will man da nicht mittragen. Ich meine, ihr habt ja nicht zugestimmt dazu am Ende im Bundestag. Da sind Sachen drin, dass zum Beispiel keine Streitverfahren mehr um 23,80 Euro geführt werden, die noch nachgezahlt werden müssen. Das soll jeder, der sich das in der Kommune anguckt, da guckt man in die Haushalte rein und sieht, ja, warum sind denn die Portokosten so hochgegangen bei den Jobcentern, und fragt man nach, und dann sagen die Bescheide sind so dick mittlerweile, wir müssen als Päckchen verschicken. Deswegen wird das mittlerweile so groß. Das sind Situationen, die man vorfindet. Und die dann Frage fragt ist ja, man warum man überhaupt noch verschicken muss und nicht per Mail schickt.
Das ist noch eine ganz andere Frage. Glaube, so, und, aber ganz häufig ist es dann... Du hast die Ergebnisse Vermittlungsausschuss nicht mitbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da können wir gleich nochmal zusammen gerne reingucken. Ihr wolltet ja aber gar keine Bescheide mehr verschicken, sondern die Leute zu Hause lassen. Ach nee, komm, diese Diskussion ist jetzt wirklich mit dem Beschluss durch. Man muss das falsche Märchen nicht eine Woche danach nochmal weiter erzählen. Also, am Ende, es sind einfach in sich Widersprüche am laufenden Band. Ich treffe doch überall Verantwortliche, übrigens mit jedem Parteibuch vor Ort, die auf Nachfrage, warum es denn mit der Besetzung der offenen Stellen so schleppend vorangeht, warum das in der freien Wirtschaft so viel schneller geht, da zeigt doch jeder Zweite vor Ort in der kommunalen Verantwortung, in den politischen Spitzen der Häuser, zeigt doch mit dem Finger auf den Personalrat und sagt, na, das dauert immer so lang, da liegen dann die Akten so lange auf dem Tisch, wenn wir da weniger Mitbestimmung an der Stelle hätten, dann würden das schneller gehen. Das ist doch die Realität, die vielerorts vor Ort stattfindet. Und ich finde, dann kann man sich hier nicht hinstellen, ja, doch, tatsächlich. Ja, ist die Realität, dass politische Spitzen sich in Behörden hinstellen? Ich habe das häufig genug in 5 Jahren Kommunalpolitik, in einem Kommunalparlament, in einem Berliner Bezirk erlebt, dass bei den Nachfragen von der politischen Konkurrenz auf die Beschäftigtenvertretung verwiesen wurde, als die angeblichen Treiber dieser Entwicklung am Ende. Und ich finde schon, darüber muss dann auch offen geredet werden, kann nicht einerseits mehr Mitbestimmung fordern und es hochhalten, aber auf der anderen Seite es als Problem und als Teil des Missstandes bezeichnen. Aber sagen Sie, es muss weniger Mitbestimmung geben? Nein, natürlich nicht, aber man kann sich doch nicht hinstellen und auf der einen Seite mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das verschleppt und verlangsamt, und auf der anderen Seite sagen, das ist ein Teil von attraktiven Arbeitsverhältnissen heute, die wir haben. Okay, aber dann Muss wirklich an der Stelle vehement widersprechen, weil erstens bist du gar nicht auf das Thema Wohngeld eingegangen, wolltest das Format aber aufbrechen und über die Frage, wie können wir dieses Verfahren entbürokratisieren. Und das Zweite ist eine Frage des Umgangs und der Wertschätzung mit Beschäftigtenvertretungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es hart auf hart kommt, wenn es notwendig ist, dass Frauenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Personalvertretung, wenn die zusammen gemeinsam entscheiden und nicht auf die Formalitäten achten, dass einer nach dem anderen dran ist, sondern dass man das möglichst schnell und zusammen macht. Dass wenn man schnell Beschäftigungspositionen schaffen muss, für eine besondere Herausforderung zusätzliche Stellen schaffen muss. Wenn es um die Anhebung von Erfahrungsstufen geht, dass wenn man mit der Verwaltung und der Beschäftigtenvertretung gemeinsam das Problem definiert und damit Lösungen erarbeitet, dass man dann auch Lösungen hinbekommt. Das ist jedenfalls... Ich glaube, da sind Sie ja auch gar nicht auseinander. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber das, was ich zum Wohngeld sage, und das ist der Punkt, dieses Verfahren hätte man frühzeitiger entschlacken und entbürokratisieren müssen. Weil was jetzt auf die Wohngeldstellen zukommt, wird eine massive Herausforderung sein. Selbst München hat 12 Monate Wartezeit derzeitig auf Genehmigung eines Wohngeldantrags. Da rollt eine Welle von sozialen Konflikten auf uns zu, die der Gesetzgeber hätte vorher lösen müssen. Und ihr habt aktuell die Mehrheit ehrlich, dafür. Aber ganz ehrlich, wenn wir es einfacher gestrickt hätten, wenn wir es mit weniger Prüfungen gestrickt, dann wären doch die Union die Ersten gewesen, die gesagt haben, die Leute nutzen das aus, die ruhen sich darauf aus. Ehrlich, das haben wir doch beim Wohngeld gesehen. Wir wollten den Menschen Vertrauen geben, wir wollten da die Sanktionen abschwächen, weil wir gesagt haben, wir brauchen weniger Bürokratie, wir brauchen schnellere Verfahren, wir müssen auch die Ämter entlasten. Was hat die Union gesagt? Oh, wenn ihr jetzt, dann ruhen die sich alle in der sozialen Hängematte aus. Das ist doch Wahnsinn. Wir müssen ja dazu kommen, dass wir weniger Verfahren da haben, dass wir mehr Vertrauen in die Menschen haben. Und wenn wir das beim Wohngeld gemacht hätten, wäre doch die gleiche Dynamik entstanden. Man kann doch nicht beim Bürgergeld dafür sein, dass mit einem Zollstock die Wohnungsgröße ausgemessen wird, weil angeblich ansonsten die Kassiererin mit ihren Beiträgen die soziale Hängematte von irgendwem finanziert. Das war ja eure Argumentation. Und sich dann aufs nächstbeste Podium stellen, wenn das Publikum gerade stimmt, und sagen, na, aber beim Wohngeld, da muss alles unbürokratischer werden am Ende. Also dann bitte konsistent sein in der Argumentation und bei beiden Stellen sagen, okay, dass es unbürokratischer werden muss und wir Vertrauen haben müssen. Beim Bürgergeld. Ist angenommen, aber, Entschuldigung. Beim Bürgergeld ging es um die Frage, bleiben wir beim Grundsatz fördern und fordern oder gibt es eine Zeit, in der das nicht passiert? Da haben wir andere Auffassung gehabt. Wir haben uns jetzt in dieser Frage durchgesetzt. Alles in Ordnung. Okay, der zweite Punkt ist beim Wohngeld. Ja. Das werdet ihr ja nicht bestreiten, dass wir uns durchgesetzt haben. Und das so viel zweite, Zeit haben wir jetzt. Das Zweite ist, beim Wohngeld geht es um ein völlig anderes Thema. Es geht beim Wohngeld um die Frage, dass die Berechtigten dafür immer noch ein ausgesprochen kompliziertes Antragsverfahren haben. Und dieses Antragsverfahren, diesen Schuh, muss man sich als Bundesregierung anziehen. Dieses Antragsverfahren muss einfacher werden und es muss auch jetzt noch geschehen, weil ansonsten werden viele Desillusionierungen in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden.
Okay, ich würde noch gerne auf einen anderen Punkt kommen, weil ich glaube, der ist jetzt klar geworden, der Dissens zwischen Ihnen, aber öffentlicher Dienst, Beamter, das ist ja nicht nur Verwaltung, das ist eben auch Polizei, das haben wir eben gesehen, das ist Feuerwehr, all diese Menschen, die da vieles leisten. Die Frage ist auch, wie schafft man es, diese Stellen so attraktiv zu machen, dass da eben, wenn alle in Rente gehen bald, oder viele, nicht alle, wenn viele in Rente gehen, dass da der Nachwuchs kommt. Frau Ferschle, würde ich Sie auch gerne mal fragen. Sie haben das Thema Frauen schon angesprochen. Frau Bühning hat über die Migrationshintergrund divers gesprochen als Kriterium. Wir wollen ja zeigen, dass der öffentliche Dienst Staat ist und Staat macht. Wie kriegt man das hin, dass wir alle Gruppen dieses Staates auch im öffentlichen Dienst arbeiten können? Ja, indem ich tatsächlich für die spezifischen Gruppen jeweils auch die Bedingungen schaffe, die sie brauchen und die für sie attraktiv sind. Also ich habe ja vorhin schon versucht zu sagen, zum Beispiel für Auszubildende ist es vielleicht durchaus attraktiv, wenn sie wissen, sie haben eine Übernahmegarantie im Anschluss an die Ausbildung, weil sie wissen, da ist auch diese Sicherheit vorhanden. Oder eben, dass von vornherein klar ist, ich glaube, das ist für junge Menschen ja ein Punkt, dass sie sagen, ich möchte mich gerne in meinem Job entwickeln. Ich möchte nicht da, wo ich das, was ich einmal gelernt habe, bis zu meinem Lebensende machen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, mich weiter zu qualifizieren. Ich möchte auch die Möglichkeit haben, in dem Bereich aufzusteigen, gegebenenfalls auch zwischen der Wirtschaft wieder zu wechseln. Also ich glaube, dass diese Durchlässigkeit in den Laufbahnen, aber auch die Möglichkeiten, sage ich mal, sich rauszubewegen, wichtig sind. Und tatsächlich insbesondere für Frauen ist es wichtig, glaube ich, dass die Arbeitszeiten flexibel sind. Und jetzt nicht flexibel in dem Sinne, dass sie immer dann, wenn es nötig ist, arbeiten müssen, sondern tatsächlich, dass es möglich ist, dass Beruf und Familie vereinbar ist. Das ist auch aber die Teilzeitquote ist ja sehr hoch. Die Teilzeitquote ist sehr hoch, aber das ist ja eigentlich auch genau ein Problem, weil viele Frauen in der Teilzeitfalle drin hängen und nicht mehr rauskommen und eigentlich mal entsprechend die Bedingungen so schaffen müsste, dass sie wieder Vollzeit arbeiten können, weil damit gehen ja dem Arbeitsmarkt auch wertvolle Arbeitskräfte verloren. Und das, glaube ich, ist, da hat auch die jetzige Bundesregierung bislang zu wenig gemacht. Also ich will gar nicht zu der Minijob-Regelung und so weiter kommen, aber tatsächlich sind die Voraussetzungen eher momentan so, dass es attraktiver ist, einen Teilzeitjob zu machen, als einen Vollzeitjob zu machen. Ich glaube, da müssen sowohl steuerliche Voraussetzungen geschaffen werden, Stichwort Ehegatten, Splitting und so weiter, aber es müssen auch die Arbeitsbedingungen entsprechend so sein, dass es möglich ist, auch entsprechend mit Kindern den Job in Vollzeit auszuüben. Und wie kriegt man das hin, dass dann auch Frauen, mehr Frauen ja, in der Führungsebene dann sichtbar werden? Das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir in allen Bereichen und in allen Berufen haben. Und tatsächlich, jetzt bin ich nicht die vorrangige Freundin einer Quote, aber ich glaube schon, dass man in irgendeiner Form, bis es mal zum Anlaufen gekommen ist, in irgendeiner Form Kriterien finden muss oder Voraussetzungen finden muss, dass man sagt, okay, ein bestimmter Prozentsatz oder vorrangig wird mal geguckt, ob eine Frau für den Job, für den Posten letztendlich geeignet ist, weil ansonsten Frauen ziehen auch Frauen nach. Also das muss man ja auch mal sehen. Wenn eine Frau in einer Führungsposition ist, ist es wahrscheinlicher, dass dann auch das Team, sage ich mal, heterogener wird. Und deswegen, glaube ich, müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen Anstoß Anstoßhilfe leisten. Ich denke, da sind Sie sich auch wahrscheinlich einig. Also wie kriegt man das hin? Braucht man dafür auch nochmal stärker vielleicht eine Kampagne, gerade wenn man weiß, dass in den nächsten Jahren so viele Menschen in die Rente gehen und nicht mehr da sind, einfach fehlen? Also ich glaube, Kampagnen sind gut, der öffentliche Dienst muss darüber sprechen, was gibt es für Jobs bei uns, was gibt es für Ausbildungsgänge, was kann man auch lernen und später vielleicht in anderen Bereichen verwenden, aber es bringt nichts, Teilzeitarbeit schlecht zu reden. Nicht im privaten Bereich, aber auch nicht im öffentlichen Bereich. Eine Teilzeitstelle, eine Teilzeitbeschäftigung ist aus meiner Sicht jetzt erstmal in der persönlichen Situation nicht weniger wert als eine Vollzeittätigkeit. Die wird schlechter bezahlt, ja, aber wenn es einen Weg gibt, auf diese Weise Menschen zu ermöglichen, sich der Kindererziehung zu widmen oder nebenbei Angehörige zu pflegen, dann ist auch Teilzeit im öffentlichen Dienst etwas, was man anerkennen muss. Und die Frage ist, was bedeutet das sozusagen beim Fortkommen? Ich könnte mir vorstellen, dass es nach wie vor einen Unterschied macht, ob jemand die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet hat und dann aufsteigt in eine Führungsposition oder ob jemand auch mal Teilzeit gearbeitet hat. Und ich glaube, auch diejenigen, die Teilzeit gearbeitet haben, können später Führungspositionen in der Verwaltung übernehmen. Das muss man noch stärker verinnerlichen. Das geht übrigens generell darum, dass wir, Stichwort Diversität, verschiedene Hintergründe und verschiedene Erfahrungen, die Beamtinnen und Beamte sammeln, dass wir die positiv anerkennen beim Aufstieg in der öffentlichen Verwaltung. Ich erzähle mal ein Beispiel, was ich aus der Polizei
gehört habe, was mir zugetragen worden ist, da scheint es so zu sein, wenn sich das mittlerweile geändert hat, bitte Bescheid sagen, dass diejenigen, die sich abordnen lassen zu einem Auslandseinsatz, also die eine Zeit verbringen bei internationalen Polizeimissionen, übrigens weil der Gesetzgeber entscheidet, dass wir da mitmachen, ja, oder die Bundesregierung entscheidet, dass wir da mitmachen, dass die schlechtere Chancen haben beim Aufstieg innerhalb der Bundespolizeibehörden. Und das ist doch ein Problem. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, macht mal mit bei einer internationalen Polizeimission, lasst euch abordnen, wechselt vielleicht auch mal von einer Stelle zur anderen und diejenigen dann auch noch dafür bestrafen. Also diversere Erfahrungen, diversere Hintergründe zu belohnen, das finde ich gut. Kampagnen finde ich gut, aber Teilzeit schlecht reden, das finde ich nicht gut. Ja, man könnte ja auch Führungskräfte in Teilzeit, wenn sich zwei Leute eine Führungsstelle teilen, wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Nur eine Ergänzung, also es liegt mir fern, Teilzeitstellen schlecht zu reden, aber es geht schon darum, dass ich als Gesetzgeber Bedingungen schaffen muss, die es für Frauen attraktiver macht, entsprechend in Vollzeit zu gehen, wenn sie es denn möchten. Weil es gibt viele, die aus finanziellen Gründen und weil es eben auch Anreize gibt, im Teilzeitjob drin sind und dann auch teilweise gar nicht mehr rauskommen. Das ist ja auch genau der Grund. Ich meine, viele Frauen gehen ja in den öffentlichen Dienst, weil sie die Sicherheit schätzen, weil sie schätzen, dass sie da auch zuverlässig auch Teilzeit arbeiten können, weil das eben möglich ist im öffentlichen Dienst. Und das ist ja auch richtig. Aber ich finde, da anknüpfend, es ist auch genauso richtig, dass viele Frauen auch den Wunsch haben, dann auch Karriere zu machen und den Wunsch haben, auch wieder in Vollzeit zu gehen und das eben zu ermöglichen und aber eben auch zu ermöglichen, Sie haben es gerade angesprochen, diese Frage von auch Führung im Team, solche Möglichkeiten auch im öffentlichen Dienst zu eröffnen. Das gibt immer wieder Modelle und ich weiß auch immer wieder Beispiele auch aus dem öffentlichen Dienst, wo das auch ermöglicht wird. Und genau das ist doch der Punkt. Wir sind als Staat, haben wir da Vorbildwirkung. Wir haben da die Verantwortung, auch solche Lösungen gerade zu ermöglichen und zu zeigen, wie es gehen kann und die Frauen und andere auch, die in Teilzeit arbeiten, auch zu unterstützen, das möglich zu machen. Und trotzdem müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass Kinderbetreuung steht. Das ist ja auch eine große Leistung des öffentlichen Dienstes da an vielen Stellen. Und dass eben auch die Frauen auch die Möglichkeit haben, wenn sie wollen, Vollzeit zu arbeiten und ihre Kinder auch in Betreuung zu geben. Das ist ja auch in vielen Ländern in Deutschland, in vielen Bundesländern nicht selbstverständlich, wie es in Berlin zum Beispiel selbstverständlich ist. Und ich glaube, wir haben einfach die Situation mit dem demografischen Wandel, dass wir ein Riesenproblem auch, wir haben jetzt schon ein Riesenproblem mit Fachkräften und Arbeitskräften und das nimmt weiter zu. Und dann müssen wir eben gucken, wie wir auch zu mehr Arbeitskräften kommen. Und deswegen muss man auch darüber reden, wie man mehr Frauen es ermöglicht, auch in Vollzeit zu arbeiten, wie man aber eben auch mehr Einwanderung ermöglicht, wie man auch mehr Staatsbürgerschaft ermöglicht. Das ist ja vielleicht auch noch ein Thema, über das wir noch mal reden können, weil ich glaube, wenn wir angucken, dass wir Erwerbsnehmerpotenzial von eigentlich 400.000 zusätzlichen Kräften brauchen jedes Jahr, wenn wir unsere ArbeitnehmerInnenzahl halten wollen und was wir, glaube ich, wollen in Deutschland grundsätzlich, dann müssen wir auch darüber reden. Und da müssen wir auch darüber reden, wie wir das auch attraktiv im öffentlichen Dienst machen. Und das wäre jetzt die Frage, wie man das schafft, weil im Moment ist das Zutrauen da auch das in das Krisenmanagement des Staates gar nicht so hoch. Also bei dieser Online-Umfrage, die ich schon zitiert habe, sagen 40% schlecht bis sehr schlecht. Herr Kühnert, das macht ja dann auch was aus, wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert da nicht so gut, wenn da dann ist ja auch die Frage, was heißt das für die Attraktivität dann des öffentlichen Dienstes? Will ich dann da mitmachen, wenn ich denke, das funktioniert gar nicht so gut? Naja gut, im besten Fall nimmt man es auch als eine Herausforderung mit zu zeigen, dass es besser funktioniert. Und natürlich, wie soll ein Apparat gut funktionieren, der zwar vielleicht sächlich so ausgestattet ist, dass da Stellenäquivalente sind, aber keine Menschen, die Stellen am Ende besetzen. Das sind ja häufig Fiktionen, mit denen wir arbeiten. Wir gucken uns Stellenpläne an und denken, na, das ist doch eine ganze Menge. Und dann gucken wir in die realen Dienstgebäude rein und sehen, sind gar nicht so viele anwesend. Also darüber muss Politik natürlich, wenn wir eine ehrliche Bilanz ziehen wollen, über die Leistungsfähigkeit mancher Behörden tatsächlich auch sprechen. So, und dann geht es ums Rekrutieren und darüber haben wir jetzt geredet. Und wir können gerne politisch darüber streiten, was die richtigen Strategien sind, um mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter im öffentlichen Dienst für die vielfältigen Tätigkeiten und Anforderungen, die wir alle, egal wo wir Verantwortung haben, stellen, wie wir die bekommen können. Plausibel ist nur nicht, wenn man bei jeder einzelnen davon eigentlich am Ende politisch immer sagt, nee, hier nicht. Also ich will jetzt auch nicht anekdotisieren über Frauen, die dann lieber in Teilzeit arbeiten oder nicht. Die Zahlen lügen ja nicht. 80% der Frauen
im erwerbstätigen oder erwerbsfähigen Alter sagen in Umfragen, wir könnten uns vorstellen, Vollzeit zu arbeiten, aber nur 30% von ihnen arbeiten Vollzeit. Das heißt, die Hälfte der Frauen im erwerbstätigen Alter hat ein Gap zwischen dem, was sie gerade vom Stundenumfang her tun und dem, was sie sich vorstellen können zu tun. Die Gründe, was konkret dagegen spricht, die mögen unterschiedlich sein. Eine beschissene Betreuungsinfrastruktur in Bundesländern, wo man 600 Euro Kita-Gebühren zahlen muss beispielsweise und wo das dann linke Tasche, rechte Tasche ist mit Vollzeit oder dämliche Steuersparanreize über Ehegattensplitting und anderes, wo eben die schlechter verdienende Person, und das ist dann meistens die Frau in einer Mann-Frau-Ehe, am Ende benachteiligt wird. Aber wenn man gegen nichts davon was tun will und dann auch noch polemisch in Diskussionen einstiegt, wo es um Zuwanderungsfragen geht, während die Bundesagentur für Arbeit Jahr für Jahr geduldig und zunehmend ungeduldig uns die von Emily Bühning gesagten Zahlen vorträgt, 400.000 Leute netto, die jedes Jahr verloren gehen, davon ja auch mehrere hunderttausend im öffentlichen Dienst, die jetzt schon nicht besetzt sind, dann muss man sich irgendwann die Karten legen und sagen, welche der Optionen möchte ich denn ziehen, wenn ich nicht schicksalhaft zusehen möchte, wie wir sehenden Auges in eine noch größere Katastrophe reinlaufen. Also man muss sich irgendwann mal bekennen und war ehrlicherweise auch ein bisschen in Richtung von Mario Chaya jetzt gemeint, weil ich finde, ihr müsst schon auch mal sagen, ob ihr mehr bei Frauenerwerbstätigkeit oder mehr bei Zuwanderung tun wollt, aber irgendwas muss doch jetzt mal passieren. Jetzt sitzen Sie ja erstmal in der Opposition, jetzt müssen Sie ja erstmal machen. Also, wir machen ja. Also ich gehe darauf gern ein, die etwas hilflose Suche der Regierung bei uns in der Opposition, dass wir die Probleme lösen, nehme ich ja wahr. Bitte nicht. Aber ganz ernsthaft, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass man die Frage des öffentlichen Dienstes damit löst, dass man jetzt die Staatsbürgerschaft an jene rausgibt, die in diesem Land in der Vergangenheit nicht dazu beigetragen haben, ihre Identität offenzulegen und die bislang noch nicht gearbeitet haben und zumeist keine Deutschkenntnisse haben. Das kann jetzt nicht der Ernst sein, dass das der Vorschlag ist. Ja, so sieht der Vorschlag aber, glaube ich, nicht aus. Nee, so sieht er nicht aus. Es gibt keine Sprachtests mehr. Absoluter Unsinn. Man muss im nächsten Jahr überwiegend, also zu 51% einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und man kann in der Vergangenheit... Das wäre eine Teilzeitstelle, das ist ja nicht die Lösung des Problems, sondern ganz ernsthaft, die Lösung des Problems im öffentlichen Dienst ist natürlich auch, dass wir über Aufgabenkritik im öffentlichen Dienst immer nachdenken müssen. Es gibt einfach immer mehr zusätzliche Aufgaben, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bekommen haben in der Vergangenheit. Und bei manch einer Aufgabe ist es so, dass man die Frage stellt, warum muss das eigentlich noch stattfinden? Okay. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch der Verwaltung in der Frage der Dokumentation ihrer Arbeit eine ganze Reihe an Bürokratie aufgegeben haben. Und wenn wir die vollständig in die digitale Welt übersetzen, wird das nicht besser, sondern wir müssen auch mehr Vertrauen in die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst haben. Und das Dritte, was angesprochen wird, ich bin ein großer Freund von geteilter Führung und dass wir dieses Thema stärker angehen und stärker ermöglichen. Ich glaube, da haben wir auch noch viele Hemmnisse im öffentlichen Dienst, dass man sich das nicht traut, dass teilweise Stellenprofile das nicht möglich machen, weil man dann eben nicht 100% VZE braucht, sondern 110 oder 115, um da ein bisschen Flexibilität zwischen den Stellen zu schaffen. Und wenn da eine Position sehr festgefahren ist, dann geht es eben nicht 50-50, sondern manchmal 55-55. Und das dann hinzubekommen, im Haushalt da die notwendigen Stellenspitzen zu haben, um dann die jeweilige Stelle auch doppelt besetzen zu können, das ist eine besondere Herausforderung, ermöglicht dann aber Frauen stärker in Führung Funktion zu kommen, was ich sehr begrüßen würde. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, deshalb würde ich gerne, Herr Kuhl, Sie wollen darauf noch reagieren, ja. Aber ich würde ganz gerne noch einen Gedanken mit reingeben, weil wir hier viel eben auch das Wort Vorbildfunktion, und Herr Silberbach hat es ja eben in seiner Rede auch angekündigt, die Frage sind, wie sehr bei der ganzen Frage der CO2-Neutralität, die wir ja nun mal haben und uns gegeben haben, als Staat 2045 klimaneutral zu sein, wie sehr kann der öffentliche Dienst da auch Vorbildfunktion haben, zum Beispiel bei unseren Gebäuden, all diese Dinge? Na, da muss der öffentliche Dienst Vorbildfunktion haben. Der Staat kann nicht von der Privatwirtschaft Dinge verlangen und dann nicht mal bei sich selber die Sachen erfüllen. Also, Herr Silberbach sagt, da müsste man ein Sondervermögen von 200 Milliarden für einstellen. Sind Sie dabei? Noch ein Sondervermögen. Wir haben ja schon einige auf den Weg gebracht. Also kommt es auf eins auch nicht mehr an, so, oder? Na, das würde ich schon sagen, weil irgendwann muss man das ja auch wieder zurückbezahlen. Und wenn Sie am Ende mehr als 10% Lohnsteigerung wollen und ein zusätzliches Sondervermögen, dann belastet das am Ende ja auch die Leute, die es bezahlen. Ich will aber einen anderen Punkt machen. Und das ist die Diskussion, die wir erlebt haben über das Wohngeld. Die war doch, und auch danach über Einwanderung, ist doch im Prinzip ein Symptom dafür, dass die Politik momentan
so sehr mit der Bewältigung von Krisensymptomen beschäftigt ist, dass die Menschen innerhalb des öffentlichen Dienstes, außerhalb des öffentlichen Dienstes, sich die Frage stellen, ist die Politik eigentlich neben der Bewältigung von Krisensymptomen überhaupt in der Lage, dafür zu sorgen, dass sich unser Land auch strukturell so modernisiert, dass uns die nächste Krise nicht umso härter trifft. Und beides hinzukriegen, Strukturen zu modernisieren und die Krise zu bewältigen, das müssen wir hinkriegen. Wenn wir nur eins von beiden machen, dann haben wir ein Problem. Und bei Einwanderung will ich einmal sagen, natürlich bringt Einwanderung was für Stellen im öffentlichen Dienst. Denn der öffentliche Dienst konkurriert natürlich mit der Privatwirtschaft um gute Bewerber. Und wenn wir eine 300.000, 400.000 Leute pro Jahr brauchen, die hier in Deutschland möglicherweise nicht im öffentlichen Dienst landen, sondern Stellen in der Privatwirtschaft füllen, ja, dann stehen natürlich mehr Bewerber für den öffentlichen Dienst zur Verfügung. Also ja, Einwanderung bringt auch etwas für den Arbeitsmarkt. Auch gesagt? So, und dazu will ich jetzt mal was sagen, weil ich nämlich wirklich keine Lust habe, Einwanderung und Einbürgerung ständig miteinander zu vermengen. Ja. Das ist nämlich das, was die Union die ganze Zeit erzählt. Nee, morgen ist das Eckpunktepapier im Kabinett zum Einwanderungsgesetz. Da geht es erstmal darum, wer in unser Land kommt. Das muss sich orientieren an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes. Und wenn wir dieses Einwanderungsgesetz beschlossen haben, dann können wir gerne darüber reden, wie diese Menschen dann anschließend auch eingebürgert werden. Aber erst über Einbürgerung zu reden und dann Einwanderung, das ist die falsche Reihenfolge. Aber was wir morgen machen, diese Koalition, ist ein Einwanderungsgesetz zu beschließen, was seit 16 Jahren von der Union verschleppt worden ist. Und dass die jetzt versuchen, das miteinander zu vermengen, Einwanderung und Einbürgerung, das ist genau die Masche, die in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass wir dieses Projekt nicht über die Rampe gekriegt haben. Und Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz mit einem Punktesystem. Nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer wie Kanada, braucht geringere Gehaltsgrenzen bei der Blue Card, braucht eine Ausdehnung der Westbalkan-Regelung. All das brauchen wir, all das beschließt das Kabinett morgen, und das lassen wir uns nicht kaputt machen, indem diese beiden Debatten jetzt miteinander vermengt werden. Über Einbürgerung können wir anschließend reden, aber erstmal Einwanderungsgesetz. Das war der kleine Exkurs. Ja. Ja, ich weiß. Ist alles gut? Ist so. Aber wir schaffen das jetzt nicht noch weiter auszudiskutieren. Das ist jetzt hier mein Problem. Es wäre dann nur gut, das nicht mit zu geringen Abschiebequoten in Verbindung zu bringen, weil das genauso wenig eigentlich miteinander zu tun hat mit den Einbürgerungen. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, mehr reguläre Migration und weniger irreguläre. Und wenn ich weniger irreguläre Migration... Ich wollte deinen Appell nur unterstreichen, dass wir beim Thema bleiben. Ich würde sagen, die drei Herren reden gleich am Rande noch mal ein bisschen weiter darüber. Machen wir eh. Ja, machen Sie sowieso, genau. Ich würde nämlich ganz gern einfach jetzt zum Schluss noch mal eine Frage Ihnen allen stellen. Wenn jetzt jemand kommt, der einen Schulabschluss hat, was auch immer für einen, und kommt zu Ihnen und sagt, Mensch, sagen wir mal, ist Ihr Patenkind, liebe Patentante, lieber Patenonkel, was würdest du mir raten? Macht es Sinn, wenn ich da jetzt irgendwie mich in den öffentlichen Dienst bewerbe? Soll ich das machen? Was sagen Sie dem denn? Ja, zunächst mal würde ich natürlich versuchen, also wenn es jetzt eine reale Situation ist, dass ich rausfinde, wo die Neigungen und die Stärken von meinem Patenkind sind. Aber selbstverständlich ist es naheliegend auch, dass der öffentliche Dienst ein guter Arbeitgeber ist. Aber also wenn die anderen doch so viel mehr zahlen? Na, ich würde halt, wie gesagt, im gemeinsamen Gespräch rausfinden, wo denn eigentlich die Stärken sind und was eigentlich für jemanden auch wichtig ist. Wenn zum Beispiel jemand wichtig ist, dass er einen entsprechenden guten, sicheren Job hat, dann ist es ja durchaus wichtig. Aber die Fragestellung zeigt natürlich, dass es Nachholbedarf gibt, weil es natürlich nicht sein kann, dass die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst im privaten Bereich deutlich hinterherhinkt, als ein Beispiel. Und viele andere sind ja genannt worden. Aber es ist nicht so, dass ich es nicht empfehlen würde, meinem Patenkind. Ja. Ja. Wenn jemand fragt, soll ich Lehrer in Berlin werden? Gar nicht so einfach, oder? Dann würde ich sagen, wenn sich dann noch die Bildungssenatorin in Berlin vorher ändert, hast du gute Chancen, dass es ein guter Job für dich wird. Aber ganz im Ernst, die Frage der Sinnstiftung und die Frage, was möchte ich in meinem Leben bewegen, spielt auch für viele bei der Berufswahl auch eine sehr große Rolle. Und wir wissen aus vielen Berufen, auch im öffentlichen Dienst, auch in der Pflege, die Bezahlung ist ein wichtiges Kriterium, aber nicht das alleinige. Sondern es geht um respektvollen Umgang, es geht um Wertschätzung, es geht um Arbeitsbedingungen, um Dienstplansicherheit, um viele Dinge mehr. Und eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist sinnstiftend. Es gibt auch gute Möglichkeiten der Mitbestimmung und der Mitgestaltung. Und natürlich würde ich jemanden, der sagt, es ist ein Beruf, in dem es ist eine Aufgabe, die im öffentlichen Dienst erbracht wird, würde ich jemanden dazu raten. Wenn er aber sagt, ich will eigentlich etwas ganz anderes im Leben machen und durch die Welt reisen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Tätigkeit. Es kommt ein bisschen darauf an, was er sich für sein Leben vorstellt oder für den nächsten Lebensabschnitt. Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Jobempfehlung?
Also, ich treffe mein Patenkind leider erst wieder an Weihnachten, aber da hat man ja mal Zeit für eine Rede. Da kann ich mir noch eine gute Story überlegen, aber klar, die ist auf jeden Fall noch zu jung, die fängt noch nicht an zu arbeiten, aber ich kann mir da sehr viele Jobs im öffentlichen Dienst vorstellen, die attraktiv sind. Also ich habe ja gerade die Polizei erwähnt, es gibt bei der Bundespolizei beispielsweise ganz viele spannende Stellen, wo man sich wirklich sehr gut selbst verwirklichen kann und ja, wenn sie da Bock drauf hat, dann soll sie das machen. Vielleicht wissen die Schülerinnen und Schüler auch zu wenig darüber. Ja, ich finde, gerade wenn man mit Menschen arbeiten will, dann ist es sozusagen im öffentlichen Dienst einfach ganz viele vielfältige Möglichkeiten. Und wenn man dann noch einen sicheren Arbeitsplatz auch haben will und einen verlässlichen Arbeitgeber, dann ist der öffentliche Dienst da ein guter Arbeitgeber. Und wie gesagt, wir haben viel darüber geredet, wo der öffentliche Dienst auch noch besser werden muss. Aber auch aktuell rede ich auch immer wieder mit Leuten. Ich habe immer die Diskussion in der Partei, ne, viele junge, engagierte Leute, die dann darüber reden, ob sie noch einen Abschluss machen müssen oder wollen, weil sie sind so engagiert in der Partei. Und ich sage immer, mach einen Abschluss, weil du willst im Zweifel in den öffentlichen Dienst gehen und dann brauchst du auch einen Abschluss. So. Aber genau das ist doch der Punkt. So, wir brauchen halt ich glaube, es gibt für viele Leute eine attraktive Möglichkeit, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Und die Perspektive ist auch vielen nicht so fremd, weil eben ich auch wahrnehme, dass nicht immer das Geld die wichtigste Rolle ist, sondern auch die Frage, was ist der Sinn meiner Arbeit? So. Nicht so einfach mit dem Abschluss, Herr Kühnert, wenn man so viel Politik macht. Ne? Entschuldigung. Was denn? Auch Brüche gehören zu Lebenswegen mit dazu, muss man auch Wege finden auf unserem Arbeitsmarkt. So ist das in eurer Arbeitsgesellschaft. Ich würde vor allem Leuten, die, wir treffen ja von Berufswegen viele Leute, die politisch interessiert sind, ich würde vor allem denjenigen, die politisch interessiert sind und unzufrieden sind, empfehlen, sich für den öffentlichen Dienst zu interessieren, weil das ein Ort ist, an dem man, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wirksam werden kann. Wo kann man denn die Verkehrswende in unserer Gesellschaft vorantreiben? Wo kann man denn die Klimaresilienz unserer öffentlichen Räume vorantreiben? Wo kann man denn in dem Erstellen von bescheidenen Unterschied für eine arme Familie schlussendlich machen? Das alles ist vor allem auch im öffentlichen Dienst möglich. Also für Leute, die ein Kümmersyndrom und ein Gerechtigkeitsempfinden haben und ein Herz für sowas, ist, finde ich, schon auch der öffentliche Dienst ein Ort, an dem man, glaube ich, echt einen Unterschied machen kann und wo man sich gut einbringen kann. Wir haben häufig den Vorwurf gekriegt, ihr seid eine Partei, da arbeiten so viele im öffentlichen Dienst, ihr seid so ein Trägerapparat. Wir sind stolz darauf, dass bei uns viele Leute engagiert sind, die auch im öffentlichen Dienst unterwegs sind, weil das für unsere Politik eine wertvolle Perspektive ist tatsächlich. Gut. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diese Diskussion, für diese auch sehr muntere Diskussion. Bin gespannt auf die Nachgespräche.